Wir versuchten sechs hintereinander. Jede vielversprechender als die davor. Keine funktionierte. Und dann endete die Welt. Die Welt bebte für Tage. Die Feuer brannten wochenlang. Und als die Asche sich gesetzt hatte, lebten weniger als 10.000 deiner Art. Und viel weniger von uns. Aber wir machten weiter. Gemeinsam. Um aufzubauen. Zu erneuern. Höre. Du musst dorthin. Zu dem Ort, wo wir arbeiteten und scheiterten. Nimm meine Worte. Leite sie von deinem Kopf in deine Hände. Das wird den Weg öffnen können. Doch sei gewarnt, vieles ist noch immer im Fluss. Und ich weiß nicht, wie alles enden wird. Weder in deiner Zeit noch in meiner. Wartet! Seine Werte stabilisieren sich. Etwas passiert. Er bewegt sich. Desmond, kannst du mich hören? Sohn? Ich weiß, was wir tun müssen. Ja, das war's mit Assassin's Creed Revelations. Mein Fazit. Ich habe ja schon ein paar Mal angekündigt, wie es ungefähr ausfallen wird. Wie gesagt, es war meiner Meinung nach eine der schwächsten Teile der Serie. Das liegt vielleicht daran, dass die Entwickler sich ein bisschen übernommen haben, mit 3 Stories in ein Spiel zu packen und sie dann zu beenden. Das hat bei manchen gut funktioniert, bei manchen nicht. Ich fand das Alter-Ehe-Ende zwar ziemlich, ich sag mal, unspektakulär, aber ganz okay, also ganz schön, weil man, ja, alter Mann trägt sich selbst zu Grabe sozusagen und das ist für so eine Ikone, sag ich mal, nicht schlecht gewählt. Das Desmond-Ende jetzt gerade war auch cool, fand ich, lässt aber natürlich mal wieder mehr Fragen offen, als es beantwortet. Wer weiß, was alles jetzt noch im dritten Teil passiert. Ich hoffe, dann bringen sie es zum Ende, sonst irgendwann verlieren sie sich vielleicht selber da drin und wissen nicht mehr, wie sie die Story beenden sollen. Das Ezio-Ende hingegen finde ich extrem enttäuschend, finde ich auch jetzt immer noch. Es war zwar cool, dass er dann mit Desmond direkt geredet hat und ihn quasi auch gesehen hat,
Allerdings wurde vorher im Vorherein immer erzählt, ja, das ist das Ende von Ezios Geschichte, wir machen ein großes Ende für ihn und bla. Und es war einfach doof. Er geht in diese Gruft, sieht den Apfel, will ihn nicht mitnehmen, redet kurz mit Desmond zu Ende. Mir hätte es wirklich gereicht, wenn man wenigstens noch gesehen hätte, wie er, weiß ich nicht, mit Sophia auf dem Schiff zurück nach Italien gesegelt wäre und dann seine Schwester ihn am Pier empfangen hätte, weil er das ganze Spiel über mit ihr immer am Schreiben ist und so. Das hätte mir gereicht, wenn man auch bei ihm gemerkt hätte, okay, das war's jetzt für ihn, er setzt sich jetzt auch zur Ruhe und im nächsten Teil ist dann jemand anders dran. Das ist zwar so, aber man merkt es einfach nicht irgendwie. Und ja, ich weiß auch nicht. Ich hatte mir mehr erwartet und auch vom Spiel selber. Man merkt langsam, dass sich das so ein bisschen abnutzt. Drei Spiele mit Ezio in der gleichen Zeitepoche, was ich auch nicht verstanden habe, weil das Thema Assassin's Creed bietet doch so einen großen Spielraum, weil sie ja diesen Animus haben und mit dem können sie ja quasi in jegliche Zeit einfach springen, egal ob Vergangenheit oder Gegenwart. Da hätten die so viel mitmachen können, aber dann drei Spiele mit Ezio zu machen, war vielleicht interessant, so ein ganzes Leben von einem Menschen nachzuspielen, quasi, aber naja. Man hat jetzt bei Revelations schon gemerkt, dass sich das ein bisschen abgenutzt hat. Die Missionen waren nichts Neues eigentlich. Und ja, es gab noch wenig coole Missionen, die sich wirklich unterschieden haben von den anderen, die auch actionreicher inszeniert wurden, aber auch zu weniger als das, was sie vorher angekündigt hatten. Ich weiß nicht, wenn ich Assassin's Creed Revelations so durchspiele, habe ich danach immer diesen Nachgeschmack, weißt du? Normalerweise denke ich dann, wenn ich so ein Spiel durchgespielt habe, denke ich dann nochmal drüber nach und denke so, boah, das war geil. Also da habe ich total Bock nochmal zu spielen. Bei Assassin's Creed Revelations denke ich jetzt aber eher so, versuche ich mich krampfhaft an irgendwelche Highlights zu erinnern, aber dann fällt mir fast nichts ein. Die Altair-Sequenzen waren allesamt recht cool, aber auch ziemlich kurz und ja, ich weiß nicht, oft nicht vom spielerischen Belang her jetzt nicht so großartig, anders als sonst, als normale Missionen. Ja, die Desmond-Sequenzen, die fand ich interessant von dem, was er so erzählt hat. Spielerisch gewöhnungsbedürftig. Nicht schlecht, aber musste man sich halt dran gewöhnen. Ja. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich noch dazu sagen soll. Ja, die Grafik hat sich endlich mal verbessert. Also, ich war ja lange Zeit der Ansicht, dass der erste Teil immer noch am besten aussieht, weil Teil 2 sieht nicht wirklich so toll aus. Da gibt es viele Texturfehler und die Charaktermodelle sehen auch nicht so toll aus. Brotherhood hat sich schon ein bisschen gesteigert und war dann, sag ich mal, gleich auf mit Assassin's Creed 1 von der Grafik her, fand ich. Und Revelations sieht bis jetzt am besten aus von den Assassin's Creed Teilen, weil es viel mehr Details bekommen hat und so. Ja, ich bin gespannt auf Assassin's Creed 3, freue mich einerseits darauf, andererseits bin ich aber auch durch das Ende hier jetzt und so relativ skeptisch. Aber endlich mal wieder ein neues Setting, eine neue Zeit, zu Zeiten der französischen, amerikanischen Revolution da, um 1700 irgendwas. Da freue ich mich doch schon drauf, weil es auch sehr nach Red Dead Redemption aussieht und Red Dead Redemption einfach ein unglaublich genial, geiles Open-World-Spiel ist. Und wenn sie auch nur so ein bisschen da rankommen, dann habe ich allen Grund, mich darauf zu freuen. Ja, das war es eigentlich schon. Aber was ich noch sagen wollte zu Ezios Ende, ich habe mal gehört, ihr könnt bestätigen, wenn es stimmt. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Es gibt ja noch diesen animierten Kurzfilm, Assassin's Creed Embers heißt er, glaube ich. Gucken, ob ich mir den irgendwie mal zulege oder irgendwo mal angucken kann. Da geht es auch um Ezio und da soll man angeblich sehen, wie seine Geschichte richtig zu Ende geht. Was ich ziemlich daneben finde, weil man verbringt drei fucking Spiele mit ihm. Da will ich auch in einem Spiel sehen, wie die Geschichte zu Ende geht, nicht in so einem kleinen animierten Kurzfilm. Tolle Idee, Ubisoft. Ganz toll. Naja, ich kann dem Ende von Ezio einfach nichts Gutes abgewinnen. Tut mir leid. Ja. Wie gesagt, das war's mit Assassin's Creed Revelations. Ich weiß gar nicht, wie viele Parts es jetzt geworden sind, weil ich jetzt wirklich einen Aufnahmemarathon hinter mir habe. Also ich habe in der letzten Zeit wirklich viel aufgenommen. Und ja, habe immer erst den Überblick über die Anzahl der Parts, wenn ich es halt bearbeitet habe. Aber ich komme mit dem Bearbeiten gar nicht so schnell hinterher wie mit dem Aufnehmen. Deswegen dauert es ein bisschen, bis ich weiß, wie viele Parts dann schließlich geworden sind. Ich würde aber vermuten, weniger als in den anderen Spielen. Vielleicht gleich auf oder ein bisschen mehr mit Assassin's Creed 1. Aber vielleicht auch weniger als da. Assassin's Creed 1 hatte ich, glaube ich, 69 Parts. Und dann bei Assassin's Creed 2 waren, glaube ich, 89. Dann 98 bei Brotherhood, wenn ich mich richtig erinnere. Naja.
Wir werden sehen. Deswegen bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank, dass ihr so lange dran geblieben seid. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns in einem nächsten Projekt wieder, was wahrscheinlich nicht Assassin's Creed sein wird, weil das wahrscheinlich nicht mehr draußen ist, wenn das hier beendet ist. Oh, wer weiß, vielleicht brauche ich auch so lange mit Hochladen und Bearbeiten, dass es dann doch schon draußen ist. Ich kann halt nichts versprechen. Aber wir werden sehen, aber ich bezweifle es. Naja. Dann würde ich sagen, das war's. Zum fünften Mal. Und wir sehen uns am nächsten Projekt wieder. Nochmal vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir auch. Teilweise halt nicht. Und wir sehen uns am nächsten Projekt wieder. Bis dahin, haltet die Ohren steif und wir sehen uns. Bis dann.